Konsulatsbereich sichern. Klingt nicht schlecht, aber Bank klang auch nicht schlecht und die Runde war nicht so gut. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Was spielen wir jetzt denn? Bereich sichern, ich wähle Fuse und wir haben wieder IQ, Zoll. Wenn ich mir mal so die anderen Spiele angucke, R6S, Rainbow Six Siege. Zufällig 6 Siege. was ich sagen wollte, wenn ich mir mal die Namen so anschaue, dann spielt augenscheinlich niemand mit irgendjemandem zusammen im TS, aber es muss nichts heißen. Mich und Hawkeye erkennt man anhand der Namen auch nicht als TS-Sitzling. Was haben wir denn? Schwarzbart ist nicht verkehrt, Hammermann sowieso nicht. Ash ist auch nicht verkehrt, bloß ich mag sie nicht so. Stimmt, Ash. Stimmt, IQ und Ash, die beiden Mädels, die ich nicht so mag. Ist natürlich reine Geschmackssache, wie so alles. Stimmt, die beiden, ansonsten sind die Mädels alle in Ordnung. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Dann schaue ich mal in der Garage nach. Ist da was drin? Bereich sichern? Dann müsste ich es ja sofort sehen. Bombe war, glaube ich, da. In dem Raum ist aber auch nichts. Hey, unten ist gar nichts. Ansonsten würden sie hier wuseln. Mm-mm. Bereich sichern? Dann können sie in der Eingangshalle beim Automaten sein. Da kommt schon einer her, deswegen wird da auch nichts drin. Dann sind sie auf jeden Fall oben. IQ war schon in der Ecke. Ich nehme an, die war... Oh! Aufmerksam genug? Ja, toll. Ich war schon fast eine Stufe runter. Ich mag das überhaupt nicht, wenn die Kamera in der Vorbereitungsphase kaputt geht. Ich habe lieber noch zwei, aber da muss man teilweise auch mal ganz schön zurückhaltend sein. Ich kümmere mich erstmal um die Kameras. Ich weiß ja, wo die Dinger hier hocken. Auf Konsulat so gut wie sonst nirgendwo. Kann man auch alle ziemlich gut zu Beginn bekommen. Teilweise sind die ziemlich weit, ziemlich gut außen platziert. Die sind oben. Kann ich eigentlich in der Garage rein? Ich gehe lieber wo rein, wo ich am entferntesten vom Ziel bin. Ich sehe wieder kaum was. Kann ich mich auch gleich mal um die Kamera hier unten kümmern? Ich gucke wieder nur auf die Kamera, nicht auf mögliche Gegner hier unten. Das ist eigentlich ziemlich schlecht. Muss ich mir auch irgendwie noch abgewöhnen, nach über 100 Folgen. Wird schwierig, aber mal gucken. So, hier unten ist auch eine Kamera. Diesmal gucke ich nicht sofort auf die Kameraposition. Ich sichere die erstmal... einer stirbt schon. Ich sichere erstmal lieber meine Position. Feindliche Aktivitäten. War das Ding nicht hier? Ach, das war in der Ecke. Stimmt, stimmt. Ich wechsle das Magazin. Jetzt gehe ich mal ganz langsam das Treppenhaus hoch. Ganz langsam. Da ist ja auch noch eine Kamera. Oh. Vor mir ist auch noch eine Kamera. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald das Treppenhaus gehe ich auf jeden Fall nicht hoch. Das ist kacke. Gucken, ob es jetzt jemand hier runter guckt. Toll. Achso, Gegner. Okay, toll. So, Kamera ist über mir. Hey, nein. Och, Mann. Scheiß Kamera, du. Du warst zu langsam, Kamera. Naja, ich habe überlebt und ich habe Kameras zerstört. Das ist alles andere als unwichtig. Ich hätte bloß gern noch mehr gemacht. Wird mir noch genügend Zeit. Hey Leute, teilt euch mal die Zeit besser ein. Bei Doc muss ich noch die Waffen ändern. Will ich jetzt aber machen. Ich will Doc spielen. P90. Das Ding mit mehr Wumms. Revolver. Auf jeden Fall Stacheldraht. Normalerweise nehme ich hier die Pistolen mit mehr Wumms, aber Revolver, Magnum. Ich habe damit noch nie irgendwas groß gerissen. Ich habe die allerdings auch sehr selten eingesetzt. Ich bleibe bei der Pistole. Mal gucken, mal gucken. Und Westmann haben wir auch. Hey, zwei Franzosen. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahr... So, verbarrikadieren. Wie auch erstmal im Kreis rennt. Ich hab Stacheldraht. Okay. Die müssen hier rein. Moment.
Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Hier ist eigentlich noch etwas zu nah. Ich würde auch ganz gerne hier was hinsetzen. Scheiße, ich habe hier noch kein Visier drauf gepackt. Stimmt, die Visiere sind ja auch verschwunden mit... dem neuen System. Je, denkst wohl, ich sehe dich nicht. Es bleiben 5 Sekunden. Wenn schon dann dazu machen. Aber nicht hier. Das ist Kacke, was ihr macht. Hier oben finde ich mich auch ziemlich sicher. Hier oben meine ich mich gut auszukennen. Wo noch was hin? Wo noch was hin? Ich glaube, ich werde den anderen Stacheldraht nochmal kurz aufrollen. Der ist auch so nah am Fenster. Was ist denn das? Oh, Kacke, das sterbe ich. Das überlebe ich nicht. Ich habe da was. Schwer weg. Zum Glück war ich Spritzenmann. Das überlebe ich nicht. Überlebe ich geil. Jetzt macht die Bahne auf. Geil, ich habe 2 Fuse-Ladungen überlebt. Jetzt sterbe ich. Achtung. Hey. 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 Alter, was war denn das für ein Start? Die Bahn macht weiter auf. Die mag Zahnärzte. Hat die ihr Fensterrahmen gar nicht zerstört? Ach nee, das ist das Metallfenster. Gut, ich könnte meine Leute heilen. Wie war denn das nochmal? Ich kann mich selbst mit mittlerer Maustaste heilen. Ich habe das schon wieder vergessen nach unserer Kanalrunde, als ich mich gegen Ende selbst geheilt habe. Oh. Hier wird scharf geschossen. Pistole? Dann muss ich, glaube ich, mit der linken Maustaste draufhauen. Es liegt da unten halb tot rum. Da gehe ich nicht hin. Fenster habe ich hier nicht gerade, was mich umbringen kann. Wobei, das da eine da, das da. Toll. Kann mich da jemand sehen? Nein. Der kommt jetzt hier hin. Jetzt habe ich hier beim Kackwinkel. Ja, ist schon klar. Das war ich nicht übrigens. Hör auf. Wenn du Füße siehst, dann schieß selbst hin. Ich werde doch eine Kamera umher. Das war Ash. Jetzt auf jeden Fall jemand nebenan. Ah. Ich merke, dass da Schüsse rauskommen und drück und es kommt nichts mehr an. Es kommt nichts mehr aus meiner Waffe. Hat er mich da gehört? Ich glaube, der muss mich da gehört haben. Aber hier habt ihr es gesehen, da kam auch eine Schussanzeige. Ich habe ja gesagt, ich habe schon gedrückt, aber ich meine, aus meiner Waffe kam nichts raus. Mann, wir hatten gar keine schlechte Position, weil da oben ist ziemlich kacke zum Verteidigen. Okay, zu lang gezögert. Dann in der Hoffnung, dass die oben sind, wo wir gerade waren, in den Büros. Denn da kann man gut was machen mit Fuse. Da sind die meisten zwar nicht alle. Ich glaube, ja. Wenn ich es mir mal soweit merke, dann werde ich mich in der nächsten Runde da oben mal auf der anderen Seite des Hauses, aber auf dem gleichen Stockwerk verstecken, um gegebenenfalls von hinten aufzuräumen. Vielleicht geht's gut, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Wenn es ganz blöd läuft, dann bin ich der Letzte, der von hinten aufräumt, der letzte Verteidiger. Aber bis dahin ist es noch etwas. Vielleicht ist schon die nächste Verteidigungsrunde. Okay, beim Automaten. Gut, ich hab denen gezeigt, hier, da sind sie. Meine Kamera ist noch ganz, das ist super. Da gehe ich auf jeden Fall nicht rein, da wartet einer. Der Jäger. Scheiße. Oh, darf ich nicht durch. Muss ich außen rum. Ganz, ganz außen. Ah, komme ich gar nicht mehr ins Haus. Ja, gucken wir uns hier mal schön um. Schöne Schirmchen. Noch 10 Sekunden. Kacke. Also meine Kamera überlebt auf jeden Fall. Dann bleibe ich jetzt noch draußen. Da gehe ich rein. Bin ich aufgeräumt. Kiaz. Dann gehe ich mal zu meiner Kamera. Die sind beim Automaten. Ah, Kesselfenster. Das ist super. Da kann man mich nicht so gut treffen.
Lieber mehr weg von der Bombe, warum auch immer. Ich habe das so im Gefühl. Jawohl. Ich mache hier mal auf. Ein Gegner verbleibt. Ein Gegner? Okay, dann werde ich den wohl nicht umbringen, aber ich fahre mit der Kamera da mal rein. Feindliche aktive Sicherung des Behälters einstellen. So. Ufa. Ich lasse mir jetzt einfach mal die Zeit. 1 gegen 2, 3 Minuten noch. Warum jetzt hetzen? Nur weil wir nur noch einen Gegner haben. Wäre Quatsch. Der ist halb tot da hinten. Wo ist dieser Kackgegner? Das wäre jetzt auch von meinen Kollegen immens wichtig, das zu wissen. Also da wird er wohl nichts sein. Ansonsten hätte er ihn schon umgebracht. Hier ist bloß die Kackluke. Okay, er ist hinüber. Da! Scheiße, der ist gestorben, der noch am Leben war. Scheiße. Nein. Ich hab gedacht, der ist gestorben, der da schon halb tot rumlag. Kacke. Ich weiß auf jeden Fall, in welchem Raum er ist. Mal gucken, was es mir bringt. Ich hab noch eine Fuse-Ladung, da ist bloß nichts zu. Ist da eine Pappwand? Scheiße, ich wurde entdeckt. Scheiß Kameras. Die ist schon kaputt. Die haben hier eine Kamerafrau. Ansonsten würde ich hier nicht entdeckt werden. Kann ich auf jeden Fall nicht bleiben. Hier auch noch. Scheiße. Ich habe ein ernstes Problem. Die haben Kamerafrau. Irgendwann mal gehabt. Sobald ich da wieder reingehe, werde ich erwischt. Ich muss da jetzt vor, ansonsten habe ich gar keine Chance hinzukommen. Hm, da war nicht. Ach, der ist jetzt in dem Raum gewesen. Schade. Hat seine Position geändert. Ich habe ihn zuletzt da in der Ecke gesehen. In der Ecke gesehen. Ja, genau, schmeiß mich raus. Ich bin der Letzte, der hier irgendwas aus den Kohlen holen muss, nämlich die Kohlen. Und mich wollen sie rausschmeißen. Ich finde das so nett, ey. Es gibt ziemlich viele Arschspieler. Es gibt auch viele nette, aber. Ich glaube, die ziemlichen Arschspieler, die kleinen Kinder, die überwiegen. Das heißt ein 12P. 12 Puppel? Das heißt ein D-A. D-E-A-F. Keine Ahnung. Ich kenne mich da nicht mit aus. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Virus. So, jetzt stehen sie alle wie blöd rum. Ich mache die Garagentür zu. Macht ja sonst keiner. Außer Jäger? Die Drohne der Gegner. Bandit. Hat den Virusargutbehälter gefunden. Westenmann. Zeigt schon drauf. Ja, 1 gegen 4, aber es haben ziemlich viele Nein gestimmt, glaube ich. Weil es ist ziemlich schnell verschwunden, die Anzeige. Ach, Kacke. Ich merke gerade wieder, ich habe kein Visier, aber ich kann es in einer Runde nicht ändern. Während einer Runde geht's nicht. Während einer Partie. Nur noch 5 Sekunden. Werd mich da in den kleinen Raum hocken. Mal sehen, ob es was wird. Das ist einfach mal wieder so ein Gefühl, was ich habe. Wenn sie hier reinkommen, dann... Ha! Da hinten, ich sehe so Leute. Jawohl, kommt zu mir, geil. Nein, nicht vorbei, rennen. Na gut, jetzt kommen noch ein paar andere hinterher. Komm, da hinten will ich noch markieren. Jetzt geht auch. So. Wenn du da aufmachst und die Kamera zerstören willst, dann mache ich dich kaputt. Ich mach das ja auch gerne von da, die Kamera über uns da zerstören. Wand gesichert. Aber wenn, dann gute Nacht. Hoffentlich für dich. Wollen die jetzt hier doch nicht rein? Oh, die sind alle dran vorbeigelaufen. Oder die wollen mich ungeduldig machen.
Wenn ich jetzt da draußen noch die Kamera hätte, hätte ich mal nicht so viel markiert und bloß geguckt fleißig. Dann hätte ich die vielleicht etwas länger behalten. Die wussten, dass die da draußen markiert sind, deswegen sind sie da nicht reingegangen. Die Schlingel. Dann gehe ich mal über unsere Position. Treppenhaus ist schon einer von uns. Dann bleibe ich tendenziell doch lieber hier hinten. Der ist immer noch irgendwie im Treppenhaus. Wenn ich der Gegner wäre, ich würde, glaube ich, irgendwo oben reingehen. Jo. Hier kann ich noch zumachen. Hoffentlich ist es jetzt nicht zu laut. Hoffentlich hört mich keiner von den Gegnern. Weiteren Zugriff auf den Biogefahrgutbehälter verhindern. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Da ist noch zu. 4-2 sieht er gut aus, aber muss ja auch nichts heißen. So, hier macht jemand Kameras kaputt. Tja. Die Kamera oben ist noch ganz. Ist da hier jemand geschossen? Stirbt was? Da gehe ich mal gucken. Wenn jetzt einer hinter mir hockt. Das Visier verdeckt so viel. Der blöde ganze Anbau. Ha, P90 gewinnt. Gegen Fuse. Kopftreffer. Ich gehe mal wieder zum großen Eingang. Ich muss nach der Runde eigentlich mal raus das Visier ändern. Ich mag die P90 ja. Aber nicht mit dem Klömpel da oben drauf. Hm. 40 Sekunden, da muss ich eigentlich beeilen. Da halte ich mich lieber mal beim Ziel auf. Ja, gucken, ob er mir begegnet. Ist da auch zu, ja. Könnte nur durchs Treppenhaus kommen. Wenn ja, dann platziere ich mich mal hinten hin, aber dann werde ich ihn ja sehen. Okay. Super. Das war doch mal eine gute, durchdachte Runde. Bin ich ein klein wenig froh über mich. Wo kam er denn jetzt an? Ach, der kam da auch beim Fuse lang. Angriff. Angriff, Angriff, Angriff. Hab die Hoffnung, dass die Gegner jetzt oben sind. Oben, wo wir waren, bei den Büros. Als mich Termit. Es war nicht Fuse, ne, es war Termit. Dadurch die Tür geahnt hat. Zwei, zwei, ja. Und oben 13, zwei. Da hat's aber jemand besonders hungrig. Das Wichtigste ist eigentlich wieder die Kamera überleben lassen. Aber das Allerwichtigste ist einfach den Gegner finden, wo er sein zu schützendes Objekt der Begierde hat. Aha. Nee. Nein, 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 nein. Nein, warum ich. Das Springen war, glaube ich, zu viel, ne? Ich hätte eigentlich schon abdrehen sollen, als er seine Wand dran gesetzt hat, weil da hatte ich vielleicht noch die Hoffnung. Nee, glaube aber auch nicht. Dass der nochmal umgedreht hätte. Einen noch da, der Hammermann. Ich habe immerhin unseren Leuten die Markierung gegeben. Hier, die sind irgendwo unten in der Ecke. Weil die Runde war ja noch ziemlich, die Vorbereitungsphase war ja noch ziemlich früh. Guck doch zu der Tür. Na, mal gucken. Die sind wieder beim Automaten. Dann weiß ich schon mal, wo ich reinfusen werde, aber erstmal die Kamera. Weil darum kümmert sich hier wohl wieder keiner. Also auf. Das war Ibana. Auf Konsulat kümmert sich kaum einer um die Kamera da. Habe ich so festgestellt. So, ihr guckt mal schön die Treppe hoch. Ich werde mal schön zum nächsten Fenster gehen. Und da reinfusen. Wenn man das Treppenhaus hinten hochkommt, wo die in dem Raum sind, da hinten, dann kann man da auch durch die Wand fusen. Das ist, glaube ich, bloß Pappe. Ach, das Fenster kenne ich noch.
Ja, stimmt, die letzte Angriffsrunde mit Fuse. Nochmal, mal gucken, wer es diesmal ist. Ah ja, diesmal will da keiner hocken, okay. Eine Kamera habe ich noch. Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Das Brett will nicht raus. So, das reicht. Ich verwende eine Blendgranate. Drohne einsatzbereit. Feindliche Aktivitäten. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert so, ist. Das Ash. Das ist ja blöd. Sicherung des Behälters einstellen. Oh, 2 gegen 3. Wenn die wieder die Kamera vorhaben. Da ist die Kamera vor. Nein, da ist jemand unten. Ah, ich war wieder zu gierig. Scheiße. Ist der aber auch genau in dem Moment rauskommt, wenn ich die Kamerafrau jagen will. Anfangen will zu jagen. Man muss aber auch Pech haben, ey. Oder einfach ein Näschen für solche Aktionen. Ja genau, geh da rein. Das ist die beste Option, die du machen kannst. Die ist nämlich die beschissenste, weil du da nicht oben abspringen kannst. Du musst bis ganz runter gehen. Ja genau. Und dann fliegt das Gewehr nach unter das Haus. Das ist die beschissenste Position, wo man reingehen kann. Weil du musst auf jeden Fall da, wo er jetzt liegt, dich von deinem Seil lösen. Du kannst dich nicht irgendwie da oben ins Treppenhaus, in das Stockwerk schwingen. Das geht nicht. Ach, die haben sich wieder untereinander lieb. Ich guck da gar nicht so oft hin in den Chat, weil meistens steht da bloß Müll drin. Naja. Die Runde war gar nicht so verkehrt und punktgleich mit dem zweiten. Aber er ist vorne. Warum ist er vorne? Hat er mehr Tode? Mehr umgebracht? Ich weiß nicht. Aber ich weiß, dass ich gleich rausgehen werde. Wegen P90. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.